Moin Leute, stellt euch vor, ihr seid bei einem Match. Egal ob Fußball, Volleyball, Tischtennis oder die nationale Make-up-Schminkmeisterschaft, es muss immer eine Münze geworfen werden, um zu sehen, wer anfängt. Aber wie weiß ich, dass ich da immer richtig liegen werde? Das erfahrt ihr hier in unserem Video. Der Münzwurf. Ein klassisches Beispiel für ein Zufallsexperiment. Was jedoch ist ein Zufallsexperiment? Formal gesagt beschreibt der Zufall das Eintreten eines Ereignisses, für das es keine kausale Erklärung gibt. Man weiß also nicht, warum irgendetwas eingetreten ist oder ob es wieder eintreten wird. So wie beim Münzwurf. Es kann entweder nur Kopf oder Zahl herauskommen. Was passiert, entscheidet letztendlich der Zufall. Wir können das leider nicht kontrollieren. Das ist die erste Regel bei Zufallsexperimenten. Der Ausgang ist nicht vorhersehbar. Die zweite Eigenschaft bezeichnet die Möglichkeit, mehrere Ausgänge zu haben, in unserem Fall entweder Kopf oder Zahl. Wenn ihr zum Beispiel einen Würfel würfelt, habt ihr doch auch 6 verschiedene Ausgänge für die jeweiligen Augenzahlen. Jedoch wisst ihr nicht, welche Augenzahl ihr bei jedem Wurf würfelt. Eine weitere letzte Eigenschaft ist die beliebige Wiederholbarkeit jedes Zufallsexperiments. Eine Münze könnt ihr werfen, nochmal werfen, nochmal werfen und das unendlich oft. So, den Ausgang eines Zufallsexperimentes nennt man Ereignis. Also Kopf ist ein Ereignis, Zahl ist ein Ereignis, ja sogar die 3 bei eurem Würfel stellt ein Ereignis dar. Geil wäre es jetzt aber noch, wenn ihr wissen würdet, wie wahrscheinlich es ist, dass ein bestimmtes Ereignis rauskommt bzw. eintritt. Dazu machen wir eben genauso ein Zufallsexperiment. Je öfter man hierbei das Experiment durchführt, desto genauer kann man die Wahrscheinlichkeit bestimmen. Machen wir mal ein Beispiel dazu. Wir werfen eine Münze 10.000 Mal. Dabei werdet ihr herausfinden, dass sowohl Kopf als auch Zahlen etwa gleich oft herauskommen werden. Natürlich nicht genau 5.000 Mal jedes für sich, denn das kann man nie genau sagen. Eben weil jeder Wurf ein zufälliges Ergebnis liefert. Je mehr Würfe ihr macht, desto genauer seht ihr das. So ist dann die Wahrscheinlichkeit für Kopf genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit für Zahl. Dasselbe gilt dann auch für Würfel. Die Wahrscheinlichkeit für eine 4 ist genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit für eine 1. Was müsst ihr euch merken? Ein Zufallsexperiment hat allgemein 3 Eigenschaften. Zunächst ist ein Ausgang nicht vorhersehbar. Wir können also niemals sicher sagen, ob Kopf oder Zahl bei dem Münzwurf rauskommt. Des Weiteren gibt es immer mehr als nur einen Ausgang, zum Beispiel bei einem Münzwurf Kopf oder Zahl oder 1, 2, 3, 4, 5, 6 bei dem Würfel. Als letzte Eigenschaft ist so ein Experiment beliebig wiederholbar. Also ich kann entscheiden, ob ich eine Münze einmal, zweimal oder 1.000.000 Mal werfe. Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de und auf unsere App. Bis gleich dort, einfach hier klicken.